Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Beim letzten Mal haben wir der guten Odessa ja aus der Patsche helfen können. Und naja, was soll ich sagen, sie hat sich erkenntlich gezeigt, mehr oder weniger. Wir haben eine nette Nacht mit ihr verbracht und konnten sie letzten Endes dann für unsere Schiffscrew anheuern. Schon mal ganz gut. Ich habe jetzt inzwischen hier beim Schmied schon mal ein bisschen was aufgerüstet und ich habe tatsächlich entdeckt, ich habe noch, naja, was soll ich sagen, einen Helm. Weiß nicht, ich habe schon mal ein bisschen Zeug noch verkauft von dem ganzen Krempel und ich habe noch ein bisschen Skills verteilt und zwar kann ich jetzt zum Beispiel hier auch Betäubungspfeile herstellen. Machen wir mal ganz kurz, ne, schon mal, es fehlt uns, ja, wir haben kein Holz mehr. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen Sachen aufgerüstet hier im Inventar, quasi ein bisschen die Waffen gepimpt, noch ein bisschen was graviert etc. Und ich habe festgestellt, ich habe einen ultra hässlichen Helm bekommen. Guckt euch mal den Helm an, sieht der nicht geil aus? Unglaublich. Also, naja, ich weiß nicht. Da siehst du halt auf dem einen Auge irgendwie nichts. Du kannst zwar halt durch den Mund schauen, aber irgendwie sieht das schon ein bisschen makaber aus. Ich habe mal den Helm hier wieder aufgerüstet, denn der gefällt mir echt ganz gut. Und den behalte ich auch mal ganz gerne. Okay, so, dann schau mal ganz kurz nach. Der gute Stentor wartet immer noch auf Nachricht von uns, nachdem wir hier in Megaris ja ein bisschen was erledigt haben für ihn quasi. Und mal schauen, ob wir dann vielleicht tatsächlich mal mit unserem Vater sprechen dürfen und vor allem, was dann letzten Endes das Ergebnis sein wird, wenn wir dann auf ihn treffen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber wir werden es sicherlich gleich sehen. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldner. Was gibt es Neues? Der Athena-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Es wurde auch Zeit, dass wir den Krieg nach Athen tragen. Ja, sie sollen den Zorn Spartas spüren. Komm, Kleos erwartet uns. Dafür wurde ich geboren. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann. Der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er so als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Ach, nichts. Nur sein Blick schweift oft in die Ferne. Ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Was ich halt ultra faszinierend finde, ist, dass der gute Stentor hier, oder Stentor, hier im Prinzip direkt vor den Mauern rumlaufen kann, alleine quasi. Also, ne, durchaus möglich, dass man in Attentäter kommt oder sonstiges. Also, ich zum Beispiel. Und dann wäre der ruckzuck Geschichte der gute Mensch hier und naja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, hier draußen rumzulaufen, hier vorne mal ein paar Athener rumzustreuchen. Greifen die an oder sitzen die einfach nur rum? Also, Freunde, hier, guck mal hier, da, also hier, der da. Was macht ihr denn da, sag mal? Hm, merkwürdig. Diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Ja, da bin ich immer gespannt, was uns denn hier gleich erwartet. Boah, ey, bloß nicht die falsche Taste drücken. Bist du bereit, die Athener zu vernichten? Eroberungsschlachten. Sobald die Staatsstärke niedrig genug ist, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Sowohl Athen als auch Sparta belohnen Eroberungsschlachten mit epischer Ausrüstung. Einen Staat zu verteidigen ist einfacher, bietet aber weniger Belohnung. Einen Staat anzugreifen ist schwieriger, aber lohnender. Ja, also ich bin bereit, total, auf in die Schlacht. Ich bin bereit für den Krieg. Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Oh Mensch, da ist ja richtig was los hier. Mensch, das freut mich. Können wir direkt gleich mitmetzeln. Wie soll es auch anders sein? Das ist richtig gut und... Okay, ja... Dann würde ich sagen, mischen wir da oben haben wir irgendwie so ein bisschen die eher Statusanzeige, wer denn hier jetzt irgendwie in Führung ist oder sonstiges. Und aktuell bewegt sich gar nicht so viel. Töte den feindlichen Hauptmann. Der ist ja mitten im Getümmel drin.
Ich finde es übrigens total unfair, dass die hier schon wieder mit mehreren Leuten angreifen. Warum ist halt wieso? Ich habe hier 5000 Leute um mich herum. Oh, jawohl, sehr schön. Und Gift raus. Ja, ihr seht es übrigens schon, in der Aufnahmepause habe ich mal ein bisschen was geskillt. Unter anderem Gift halt. Sehr schön. Das lief da schon mal ganz gut, aber jetzt habe ich den Hauptmann getötet. Aber irgendwie hat das so wie gar keine Auswirkungen gehabt für die Anzeige oben, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Töte den Feind nicht nochmal. Mehr Hauptmann. Alles voll hier mit Hauptmännern. Okay, sehr schön. Oh, hallo. Okay, sehr schön. Schalte 50 gegen den Dolchen aus, haben wir jetzt 40 von 50. Jetzt haben wir gleich noch so ein... Alter, leck mich doch. Wo kommt ihr denn eher schon wieder? Ja. Okay, sehr schön. Feindlich auch mal da drüben ist einer am Start. Und dann gleich mal direkt Gift raus und gib ihm. Sehr schön. Das läuft da gar nicht so schlecht. Allerdings muss ich sagen, oben der Balken bewegt sich auch kaum zu unseren Gunsten. Also minimal, obwohl jetzt schon irgendwie zu Hauptmann erledigt haben, dass dann gleich der nächste Kleobis. Ach Mensch, das ist der Typ hier, was da stand, der komische Fritze. Der Statthalter quasi. Warum kämpft er hier? Na komm. Oh, was passiert jetzt hier? Wer bist du denn? Ja, ja, das haben schon andere vor dir gesagt. Und wer bist du? Hyrkanos. Oh Gott, der, das schmeißt er den gleich. Hyrkanos, hallöchen, Mensch. Dich habe ich gesucht. Oh, der macht aber richtig viel Schaden hier, der Freund. Und ich habe hier auf jeden Fall irgendwie ein Problemchen. Denn ich habe nicht nur den hier vorne am Start, sondern auch den Bob hier hinten. Freund, 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 bleib mal hier. Erstmal platt machen, ja. Oh mein Gott, raus aus dem Zeug. Okay, so. Wir haben auf jeden Fall noch so einen Typen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, so, ich würde sagen, wir vergiften mal ganz kurz. Ich muss auch zusehen, dass ich die Typen hier irgendwie bekriege. Die nerven richtig rum. Hälfte Lebenspunkte haben wir noch nicht mehr viel. Okay, der ist auf jeden Fall fast Geschichte. Und jetzt nur keine Dummheit machen. Sehr schön. Hyrkanos, der Gerissene, ist Geschichte. Allerdings, das Problem ist, man sieht es oben schon, von der Fortschrittsstatistik hat sich da nicht viel geändert, ne? Also. Ja, leck mich doch am Arsch. Wenzelmengang, oder was muss man denn hier töten? Damit man hier vernünftig vorankommt. Ich meine, gut, die Athena verlieren ist auf jeden Fall schon mal ganz ordentlich Punkte. Ich denke, wir müssen den Hauptmann noch töten, der da vorne rumstreicht. Ja, schön, okay. Nee, geh mal weg hier. Du kannst mit den anderen spielen. Ich mach mal hier den Hauptmann. So, Gift raus und gib ihn. Okay,
Okay, sehr schön. Also auf jeden Fall jetzt hier direkt oben was passiert. Ein ganzes Stückchen weggegangen vom blauen Balken. Ich denke mal, wir haben jetzt auf jeden Fall den Sieg gewonnen. Ach Mensch, hervorragend. Am Ende des Tages hier doch noch die Schlacht geschlagen und gewonnen. Sieg über den Schlachten. Sparta hat Athen erfolgreich besiegt. Der Staat Megaris steht nun an der Seite von Sparta. Und wir haben auf jeden Fall neue Sandalen bekommen. Sehr schön. Drei Hauptmänner getötet, abgeschlossene Heldentaten. Hyrkanus den Grissner wurde getötet, 24 Soldaten getötet und drei Hauptmänner getötet. Okay. Also keine Ahnung, wofür jetzt die Heldentaten genau da sind, aber... Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Ja Mensch, so richtig begeistert wirkt er nicht. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Ah, ich glaube, der Vater weiß schon... wer da angelatscht kommt. Okay, sehr schön. Van Hain und Spartanen ist Quest nicht mehr verfügbar. Okay. Wir haben auf jeden Fall ein Level Up. Sehr schön. Ich muss mal ganz kurz gucken, denn ich habe die ganzen Quests hier ja angenommen. Was haben wir denn hier? Da gehen so viele Quests hier flöten. Ich weiß auch nicht, warum die immer so schnell weg sind. Unglaublich. Hm. Naja, nichts Dramatisches. Wie gesagt, diese Zeitquests sind ohnehin nur so Lückenfüller. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier nach oben. Mal schauen. Der Wolf erwartet dich. Du hast heute gut gekämpft. Für einen Söldner. Für einen Söldner. Alles klar. Wisst ihr Bescheid. Der Wolf von Sparta. Also Gott. Was soll ich überhaupt sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Werden wir gleich sehen. Na, ob der Vater weiß, wer er ist, der Söldling? Du bist also der Held, dem wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Krieger würdig empfangen kann. Chiarepater, es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen! Du hast mich in den Tod geschickt! Ich tat... was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meine Schwester beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Cassandra sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Alexios. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Also Rächen würde ich tatsächlich nicht nehmen, denn eigentlich, wenn man bedenkt, das sind halt, auch wenn es harte Gesetze sind, aber es sind halt nur mal Gesetze. Und, Du hast dich lange genug gedrückt! Jetzt wirst du dich verantworten! Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich und deine Schwester.
als wärt ihr die Meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden? Wo Murina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Alexios. Uiuiui. Harter Tobak, muss ich sagen. Also, ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. So, klassische Herausforderung abgeschlossen von Soldaten, Söldnern und Göttern. Wir haben auf jeden Fall, oh, Nikolaus Schwert, sehr schön. Offener Fokus, das werden wir auf jeden Fall noch in Angriff nehmen, aber wir gucken natürlich erstmal ins Inventar. So, wir haben einen Helm haben wir nicht bekommen. Wir haben die Waffe bekommen, genau, das war ja was. Nikolaus Schwert, das Schwert des Wolfs von Sparta konnte Hunderte anführen, Tausende inspirieren und alle strafen, die ihm trotzten. Plus 20% Schaden mit der Fähigkeit Spartiatentritt, also quasi wenn wir den irgendwie mal richtig kicken, dann gibt es richtig Schaden nochmal extra. Schaden gegen Athener Soldaten plus 8% und 9% Kriegerschaden. Ist ein bisschen weniger Schaden jetzt als bei den Dolchen, weil die schon Stufe 13 sind. Die Waffe können wir natürlich noch ausrüsten und ich würde es trotzdem in die Hand nehmen, allein schon, weil es echt cool aussieht. Ne? Also richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und wir haben auf jeden Fall noch den Helm, quasi den wir dann abgeben müssen, würde ich mal fast vermuten. Der Helm, der vom mächtigen spartanischen Feldherrn Nikolaos, auch bekannt als der Wolf von Sparta, getragen wurde. Ein knurrender Wolf schmückt den Helm, um den Spitznamen des beliebten Polemarchen zu ehren. Okay, wir haben, glaube ich, noch Beinschienen. Sehr schön. Stiefel des Ares können wir noch anziehen. Hervorragend. Oh, jetzt will ich gar nicht gucken, wie die aussehen. Oh, recht überschaubar, aber auch gar nicht so schlecht, finde ich. So, Brustplatte, irgendwie noch was am Start. Dann haben wir leider nichts Gescheites. Die Rüstung. Sieht halt so nach nichts aus, ja, der Ding, ne? Aber irgendwie der Wolfskopf da drauf. Beziehungsweise ist ja kein Wolfskopf, ist ja ein Löwenkopf oder so? Ja, Löwe ist es, glaube ich. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz brauchbar aus. Okay, so. Dann hätten wir das erledigt. Wir können jetzt noch einen Fähigkeitenpunkt verteilen. Aber überlegen, vielleicht das hier nehmen, weil das Gift, also ich fand das gar nicht so schlecht, tatsächlich ein guter Tipp gewesen in den Kommentaren, dass die Gifte relativ stark sind und ich würde auch sagen, das nehmen wir mal dazu, beziehungsweise, Moment, warte mal. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal weil das Problem ist halt wirklich, wir haben so wenig Platz hier. Also die Blenden Granate ist schon ganz gut, die hätte ich gerne dabei noch am Start. Ansonsten das Extra-Attentat können wir vielleicht ausschalten. Ich meine, das Ding macht halt extra Schaden, aber ganz ehrlich, ich meine, das ist jetzt erstmal so eine Sache, die brauchen wir aktuell nicht. Ich glaube, die Gegner, die wir jetzt im Moment treffen, sind auch so machbar. So, Schlachtfeldhöhle. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen was anschauen. Sekunde. Das ist natürlich die Frage, wo zum Henker ist hier der Eingang? Okay, da unten haben wir ein Lager am Start. Ich denke mal, die Höhle wird tatsächlich hier unterhalb sein, dass wir dann irgendwie hier reinkommen. Ganz kurz schauen. Wir müssen auf jeden Fall noch den Schatz finden, der hier oben liegt, ne? Also, so, können wir hier runterhüpfen oder sind wir ja gleich tot? Weiß gar nicht. Wahrscheinlich bin ich gleich tot, wenn ich runterhüpfe. Das sieht mich. Okay, das war eine knappe Kiste. Aber es hat gerade noch so gereicht. Sehr schön. Dann können wir hier direkt in die Höhle rein. Hervorragend. Passt ja ganz gut. Nachfrischung nach der Schlacht sollte ja auch nicht so schlecht sein. Von daher passt das ganz gut, dass wir hier schon mal einen schönen See haben, wo wir reinspringen können. Und wir tauchen mal ganz kurz nach unten. Okay, so. Dann einmal hier hinten lang. Man sieht hier so hervorragend. Ah, jetzt okay. Ändert sich die Perspektive ein bisschen. Dann erkennen wir noch ein bisschen mehr an der Stelle. Sehr schön. Okay, ich bin hier aber irgendwie an einer Stelle, wo ich gar nicht weiter... Ach, hier, Moment, hier geht's nach oben.
Okay, sehr schön. Dann haben wir da hinten irgendwie den Schatz, glaube ich, noch rumzuliegen, den wir gleich natürlich einsammeln werden. Und irgendwie, glaube ich, noch eine Dings, eine Tafel. Was haben wir noch am Start? Ganz kurz gucken. Sekunde. Ostragon-Rätsel finden und Schatzplündern. Das heißt, wir bekommen hier auf jeden Fall ein neues Rätsel. Sehr schön. Das gefällt mir ganz gut. Und wir haben hier noch eins, was in der Nähe noch zu finden ist. So, mal, da kommen wir her. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen vernünftigen Nachschub an Holz, denn Holz ist aktuell richtig, richtig Mangelware. Also wenn wir Schiffe versenken, gibt es natürlich einiges an Holz zu finden, aber ja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, wäre natürlich extrem schade. Aber ich denke mal, da finden wir noch einige andere Sachen. So, haben wir hier Obsidianglas. Sperrstunde. Draußen ist es so gefährlich, deshalb sitze ich diesen Krieg aus. Ich komme nur raus, um meinen Becher nachzufüllen. Sobald ich die Höhle verlassen habe, reise ich vom Schlachtfeld im besetzten Wald von Tripodiskos nach Nordwesten. Triff mich am Altar der Opfergaben zu Füßen des Weingottes persönlich. Okay, wir haben auf jeden Fall das nächste Rätsel gefunden. So. Okay, Opfergaben haben wir noch am Start hier. Ansonsten gibt es hier nichts weiter zu holen. Ich frage mich nur tatsächlich, wie die hier runtergekommen sind, wenn man hier die ganze Zeit tauchen muss. Also muss ja irgendwie noch einen anderen Ausgang geben. Also die Opfergaben kommen ja nicht einfach hier irgendwie so her. Ich würde fast vermuten, hier gibt es noch irgendwas. So, wir ganz kurz gucken. Aber hier geht es auch nicht weiter. Okay, gut. Dann würde ich sagen, geht es wieder raus hier an der Stelle. Und ich glaube tatsächlich, dass wir hier unten noch irgendwo ein Rätsel haben. Sekunde. Schau mal ganz kurz nach. Ah, okay, man erkennt also quasi jetzt immer unabhängig vom Häkchen, was da dran ist, auch schon sehr gut farblich, welche dann erfüllt wurden. So. Okay, also hier von der Bergkette aus nach Westen. In der Mitte der Bucht. Okay, dann müsste das eigentlich hier drüben irgendwo sein. Sekunde, ich schau mal ganz kurz nach. In der Mitte der Bucht. Das wird wahrscheinlich hier sein. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, in der Mitte der Bucht. Schauen wir mal. So, können wir Schnellreise wählen? Ich weiß gar nicht, ob das hier möglich ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Kurz gucken. Wahrscheinlich geht das hier nicht. Ah doch, Schnellreise möglich. Sehr schön, cool. Dann nehmen wir das doch gleich. Warum nicht den Weg wieder nach oben schwimmen oder sonstiges. Passt das ganz gut. Okay, so. Wir sind wieder am Tempel des Apollon angekommen. Mal gucken. Hier unten der Prinz von Persien. Stimmt, die Quest müssen wir auch noch machen. Der blinde König. So, die Frage ist, können wir hier runterspringen? Also, normalerweise kannst du ja immer hier runterhüpfen. Ach, wahrscheinlich hier rüber, alles klar. Gut, wollte schon sagen, ist ein bisschen hart da unten, die Landung. Okay. Du da, du bist eine gute Seele. Bezahlst du einem alten Mann seine nächste Mahlzeit? Du brauchst es mehr als ich. Hier, nimm. Ein großzügiges Geschenk. Danke. Wie nennt man dich, Fremder? Ich bin Alexios. Und du? Nur ein einfacher Bettler. Ich kam aus Persien, um die Schönheit der griechischen Welt zu sehen. Ich kann vieles tun, Perser. Aber ich kann kein Augenlicht schenken. Das würde ich auch nicht wollen. Meine Blindheit ist eine Bürde, die die Götter mir auferlegten. Und ich trage sie. Was dann? Sei meine Augen. Als ich jung war, erzählte mir ein Athener die schönsten Geschichten über dein Land. Ich würde sie gerne noch einmal hören. Würdest du dir die Orte ansehen, die ich nicht sehen konnte, und dann zurückkehren, um mir von deinen Abenteuern zu erzählen? Ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Aber ich kann dir beschreiben. Ich wusste, ich habe Güte in dir gespürt. Du hast diesen alten Perser glücklich gemacht.
Danke mir noch nicht. Welche Orte hättest du denn gerne gesehen? Ah, meine Lieblingsgeschichten waren die von Akrokorinth, den Statuen von Zeus und Athena, dem Sitz des gepanzerten Vogels in Arkadien und natürlich das mysteriöse Taygetos-Gebirge. Also, sag mir, was du über die Statue des Zeus weißt. Ihr großer Blitz ist stets bereit, die Kephallenier unter ihr zu strafen. Oder so ähnlich. Es gibt viele Statuen von Athena. Welche von ihnen meinst du? In meiner Fantasie gibt es nur eine. Ihre Geschichte begann so. Als wir um die Hügel gingen, sahen wir Athen unter uns und Athena über uns, die unserem Blick standhielt. Akrokorinth. Sag nichts. Das ist bestimmt in Korinth. Gut geraten. Dort steht der bekannteste Tempel der Aphrodite. Eurer Göttin der schönsten Nebensache des Lebens. Du sagtest Taygetos Gebirge, oder? Es klingt, als würdest du den Ort kennen. Ich hörte von seinem Appetit. Es heißt, der Berg ernähre sich vom Leid der Spartaner. Deshalb bringen die Leute dort dem Berggott ihre eigenen Kinder als Opfer dar. Das ist nicht so ganz richtig. Da waren wir nämlich schon. Wir waren auch direkt Zeuge davon. Dieses Panzervogels in Arkadien. Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den Seestümpfer los und die wogenden Felder blickt, die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Ich sag Kephallenia, von der Statue des Zeus aus. Sag mir, ist es immer noch ein Ort großer Schönheit? Ja, aber hallo. Ja, keine Ahnung, was dieses Wagensymbol bedeutet. Vielleicht neutral. Die Bewohner sind die glücklichsten in der ganzen griechischen Welt. Sie singen und tanzen durch die Nacht mit satten Bäuchen und satten Herzen. Das ist ganz anders, als es mir beschrieben wurde. Es hieß, dass die Insel zu den schönsten der Welt gehöre und die Bewohner zu den bedauernswertesten. Nun gut, ich habe dir erzählt, woran ich mich erinnere. Nun erzähle mir von dir. Was führt ein Perser hierher? Persien und die griechische Welt sind dazu verdammt, Gegensätze zu sein. Wenn hier Wohlstand herrscht, scheint Persien zu darben. Und führt ihr Krieg gegen euch selbst? Lebt Persien in Frieden? In der Tat. Mein Volk blühte auf, nachdem König Xerxes ermordet wurde. Alle, außer mir. Ein Mann wollte mich vergiften. So verlor ich mein Augenlicht. Ich floh und landete hier. Ich weiß aber nicht. Oh, es gibt ein Kopfgeld auf dich? Jetzt wird's interessant. Gab es, aber jetzt nicht mehr. Nun, erzähl noch eine Geschichte. Dann erzähle ich dir mehr von mir. Ich werde mit Geschichten zurückkommen. Sobald du einen Ort gesehen hast, komm bitte zurück. Dieser Papyrus ist so alt. Könnte Themistokles das geschrieben haben? Themistokles über Kephallenia. Zeus' mächtige Gestalt stand aufrecht hier, den großen Blitz erhoben, um die Kephallenia unter sich zu bestrafen. So war es den Kephalleniern beschieden zu leben, im Schatten eines stets wachsamen Gottes, der bereit war, über sie zu richten. Ja, also im Schatten einer so riesigen Statue zu wohnen, ist bestimmt auch nicht so ohne, sag ich mal, gerade wenn man irgendwie so gläubig ist. Und der gute Zeus, ne, der ist natürlich für die mächtigen Blitze bekannt und naja, was soll's. Der eine oder andere wurde sicherlich davon erschlagen. Okay, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben noch ein bisschen was geschafft. Die Schlacht hier um Megaris lief da ganz gut eigentlich. Und dann können wir uns demnächst aufmachen nach Phokis. Vielleicht ein paar Seeschlachten schlagen oder sonstiges. Wir haben da noch einige Quests offen, die wir erledigen müssen. Und irgendwie können wir da uns noch ein bisschen austoben. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Reinschauen und beim nächsten Mal einschalten nicht vergessen. Da geht es ja weiter bei Assassin's Creed Odyssey. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder am Start seid. Und bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.